Hallo liebe Freunde, willkommen zu einem neuen Video mit der Yamaha Tenere 700. Nach einer endlos langen Odyssee von 14 Tagen kann ich die Tenere heute endlich bei meinem Yamaha Store oder Yamaha Händler in Gera abholen. Er hat mir jetzt den Lenker der Honda Africa Twin verbaut. Und das Problem war gewesen, wir haben ja den Lenker bestellt gehabt und diese Buchsen waren dann quasi dazu, die oberen und unteren. Aber wir haben noch die 3 cm Hülsen gefehlt, die den Lenker danach noch einmal hochgebracht haben. Ansonsten hätte es beim Lenkeinschlag, also hätte der Platz nicht gereicht. Wie hier. Da wäre jetzt quasi immer der Lenker auf den Tank gestoßen. Und ja, vor gut 14 Tagen hatte der Chef erst angerufen gehabt, hier der Yamaha-Händler bei derselben Firma, bei K-Max, und sagte, dass man halt unbedingt diese Buchsen brauchen für den Honda Africa Twin Lenker. Und die sagten uns, gut, die Teile sind auf dem Weg. Wir haben danach geliefert, alles klar. Da haben wir danach eine Woche drauf gewartet, bis ich danach nach über einer Woche Wartezeit mal dort angerufen habe und habe danach nachgefragt und die sagten oder wussten dann gar nichts von der Bestellung. Also hieß es danach noch einmal die Teile quasi neu bestellen und nochmal eine Woche Wartezeit. Und so ist es danach später geworden, später geworden, später geworden. Aber heute ist der Tag der Tage. Heute kann ich die Yamaha Tenere 700 endlich in Empfang nehmen. Und das ist danach heute noch am Freitag, kurz vor Ladenschluss. Also, ist nochmal so ein Unding, dass das alles noch so gut geklappt hat. Mit dem Helm runter, nicht, dass der dann auch drunter fällt. Beim Bewegen des Lenkers. Ja, hier ist auch noch Betrieb. Ich steck mal den Helm beiseite. So. So schaut die Yamaha Tenere jetzt dann mit dem Lenker der Africa Twin aus. Der Lenker ist jetzt höher wie der Original Tenere Lenker und breiter, also etwas breiter und nach innen geschwungen. Währenddessen der Yamaha Tenere Lenker normal gerade rüber geht, nach rechts und nach links, geht der nach innen, also zum Körper bezogen. Ich weiß nicht, ob der Lenker jetzt für mich zu sehr zu mir geneigt ist oder ob ich ihn danach quasi noch mal ein Stückchen nach oben nehme. Aber so vom ersten Sitzfeeling her ist es nicht schlecht. Also es ist eine sehr bequeme Haltung, sehr bequeme Sitzposition. Gut, mir fehlen jetzt so die Kappen. Ich habe noch ein paar in der Halle liegen. Schraubenkappen. Ja. Und das ist dann jetzt der Lenker der XRV 750 Africa Twin. Also ein anderer Lenker der Africa Twin passt dann definitiv nicht. Also wenn jemand denselben Lenker mal verbauen möchte, das ist der Lenker der XRV 750 Africa Twin. Den gab es noch in Gold, in Silber
Und wie ich ihn halt genommen habe, dann noch den Schwarz. So. Sitzposition und so Zeitung ist ganz angenehm. Ich meine, gut, ich kann ihn danach halt auch noch ein bisschen aufrechter gestalten, weil ja doch der Lenker ziemlich sehr zu mir gezogen ist oder gebeugt ist. Aber ich werde das dann halt erstmal testen, wie sich das dann auch beim Fahren quasi verhält. Ob ich ihn danach noch ein bisschen höher drücke oder ob ich ihn erstmal so lasse. Keine Ahnung. Ich habe den Mechanikern auch gesagt gehabt, dass das Fahrwerk mir noch zu hart ist. Also, dass gerade in der Endfahrphase oder wenn man die Maschine neu bekommen hat, ihr seht ja gerade, ich habe 622 Kilometer runter. Ist die Maschine sehr, sehr hart. Der Martin, also der Mechaniker hier, der hat mir die Maschine erst einmal weicher eingestellt. Vorne an den Kabelholm und hinten am Zentralfederbein. Aber nicht nur an der großen Einstellschraube, sondern an der Zug- und Druckfederstufe. Genauso auch vorne, also oben Zug und unten Druck. Oder andersrum, ich bin da nicht so quasi der Fachmann. Und mal schauen, wie sie sich danach quasi verhält. Keine Ahnung. Mal abwarten. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie die Tenere sich jetzt so bei meinen nächsten Touren quasi macht. Einfach mal schauen. Mit der Lenker, mit der neuen Sitzposition und die Fahrwerksabstimmung sich verhalten. Mal schauen. Heute ist es bei uns in Gera sehr warm. Lufttemperatur im Schatten 28 Grad. Das sehe ich gerade. Das ist eine ganz schöne Hitze heute wieder. Aber der Sommer ist kurz. Wollen wir uns mal nicht aufregen. Der Sommer ist danach rucki zucki vorbei. Was ich mir gleich mal mit habe machen lassen, war, ich weiß nicht, wo er jetzt den Schalter hingesetzt hat. Ach, hier unten eine Dose bzw. ein externes Ladegerät. Ich war das jetzt noch so verwöhnt von meiner Harley Davidson. Ach so, warte mal, das ist jetzt das hier. Was haben sie mir jetzt? Ob das jetzt die Seite war oder dann auf der nächsten Seite. Auf jeden Fall habe ich jetzt so eine Schnellladebuchse noch mit dran bekommen. Weil das dann auch bei meiner Harley Davidson eine praktische Sache war. Und ich musste danach nicht mehr quasi immer die Sitzbank abnehmen, um dann das Moped zu laden. Aber ich glaube eher, das befindet sich dann auf der anderen Seite. Ich kann ja danach nochmal genauer schauen. Weil ja danach doch die Maschine immer mal steht und ich wollte danach nicht bei jedem Ladevorgang quasi die Sitzbank immer ständig runternehmen und da haben sie mir mal so eine Schnellladedose oder beziehungsweise so einen Stecker, so einen doppelpoligen angebaut. Das ist ganz schön eingestopft hier in den 2 Wochen. Naja gut, ist ja auch normal. Ach, hier ist er. Ich habe fast einmal unter dem blauen geguckt, aber ich hätte mal unter den roten gucken müssen. Hier guckt da raus der Stecker. Mit Verschlusskappe. Abziehen. Schnellladegerät bzw. normales Ladegerät angeschlossen. Und gut. Also ist für mich jetzt, sage ich mal so, die bequemere Variante. Wie immer die Sitzbank abmontieren zu müssen. Ja, gute Idee, gut gelöst, prima. So, liebe Freunde, jetzt lasse ich mich mal drauf schwingen und mal Richtung zu Hause fahren.
Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Like oder einen Daumen nach oben da oder abonniert meinen Kanal, um nichts weiter zu verpassen. Für alle Harley-Davidson-Freunde, wie ihr wisst, ich habe mir ja eine Harley-Davidson 30. Anniversary gekauft, beziehungsweise habe mir davon zwei gekauft und eine wird halt jetzt nächste Woche geliefert. Und wie ich aber schon in den anderen Videos gesagt habe, bin ich quasi ab morgen im Urlaub für knapp 2 Wochen unten am Gardasee. Leider ohne Bike und leider ohne Raptor, weil das so kurzfristig alles leider nicht mehr zu handeln war. Vielleicht mache ich dann im Herbst noch mal eine Tour runter oder danach auch nächstes Jahr. Einfach mal schauen, wie ich es auf die Reihe kriege. So, liebe Freunde, das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen tollen Tag, ein schönes Wochenende. Macht's gut, bis zu einem meiner nächsten Videos. Da kann ich euch dann mal berichten, wie das Fahren mit dem Afrika Twin Lenker so ist, funktioniert oder ob ich ihn jetzt noch verstellt habe oder so gelassen habe. Einfach mal schauen. Alles klar, dann macht's gut. Tschüss.